Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Review bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem Beast-Set. Seit langer Zeit, seit vielen Jahren mal wieder ein Beast-Set. Und zwar dem Ratar und Balatik. Zum Ratar steht sogar was auf der Packung, was ich ganz gerne mal vortragen möchte. Ratare sind überaus gefährliche, mit Tentakeln versehene Raubtiere, die für ihre raffinierten Jagdtechniken im Rudel bekannt sind. Die schleimigen Horrorkreaturen waren für das berüchtigte Massaker auf Trillia verantwortlich. Aus diesem Grund üben sie auch einen unwiderstehlichen Reiz auf dekadente Sammler aus, die besonders exotische Tierwesen für ihre Menagerie suchen. Ja, ganz gefährlich. Rückseitig kann man den ja schon mal sehen, im Vergleich zu der Actionfigur von Balatik, die da mit drin ist. Den Balatik konnte man vorhin auch schon sehen. Wirkt auf dem Foto ein bisschen klein, mal schauen, wie es ist, aber ich glaube trotzdem nicht ganz so runterskaliert wie damals bei Episode 1 der OP Killerfisch hieß er, glaube ich, der zusammen mit Qui-Gon Jinn herausgekommen ist. Der war ja wirklich dann um einiges geschrumpft, denn normalerweise hat ja der, ja, ihr wisst schon, ich weiche wieder ab, wie immer. Ja, seitlich ist auch Balatik abgebildet und hier nochmal dann auch so ein bisschen Force Link, überall Force Link. Muss was ganz, ganz Tolles sein. Dieser Force Link. So, ich schneide diesmal da auf, wo auch die Figur sitzt. Schnupp. Jo. So, wie komme ich denn jetzt da raus? Stimmt, beim Prop-Droid hing das Ganze ja ein bisschen. Und hier auch. Das ist irgendwie bei den Packungen scheinbar wirklich normal, dass die schwer rausgehen. Da kommt mir schon der erste Zettel entgegengeflogen. Ein Beipackzettel. Ah, okay, jetzt. Ah, hat er. Gut. So, die Packung an die Seite. Darunter sind dann noch weitere Zettel. Hm, noch einer. Dann haben wir hier einen Bogen, wo dann gezeigt wird. Ah, aha, okay. Den Ratar muss man dann auch zusammensetzen. Das heißt, diese ganzen Tentakelarme müssen dann da irgendwie rangesnappt werden. Gut, da ist Force Link. Und da ist die Zusammenbauanleitung. So, ich lege mir die mal nicht zu weit weg. Und dann werfen wir erstmal einen Blick auf Balatik, der gewohnt im 5-Poa-Modus daherkommt. Das heißt also, Kopf hat ein Kugelgelenk drin. Sehr weiche Hüftgelenke. Wirkt fast, als wenn hier oben auch Kugelgelenke sind, sind aber nur Scheibengelenke. Ein bisschen schlabberig sind sie auch. Die ich wahrscheinlich jetzt nicht an meinem Rumgebiege. Und halt Scheibengelenke in den Armen. Im Detail finde ich jetzt die Figur vom Gesicht her nicht sonderlich passend. Also die Bemalung des Gesichtes, ja, ist sehr oberflächlich, finde ich, gehalten. Ansonsten großartige Bemalung hat er auch nicht. Nur raue und glatte Oberflächen. Es könnte sein, dass jetzt die Stiefel bemalt sind. Ja, da scheint ein bisschen Lack drauf zu sein, aber ansonsten sonst keinerlei Bemalung. Na gut, es ist halt eine schwarze Lederkluft. Seitlich, selbst seitlich, das Profil ist irgendwie nicht so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Und rückseitig, jo, hat er halt so wie so einen Ledermantel, der etwas länger ist und dann in die Beine übergeht. Beim Beinknicken sieht das Ganze ein bisschen komisch aus. Dieser Ansatz hier. Er hätte vielleicht doch so ein Skirt oder sowas besser gewirkt, aber nun gut. Achso, der kann ja auch was sagen. Ja, das ist schön. Wenn man den Forcing in die Hand nimmt, fängt er an zu piepen. Das ist echt toll. So, kaufen wir davon noch ein paar, wenn die mal im Angebot sind. Und knall die hier überall an die Fenster und Türen. So. Okay, sag was, Junge. Du bist ein toter Mann. Das war eine Originalphrase aus dem Film, würde ich mal sagen. Du bist ein toter Mann. Ja. Ist es. So. Du bist ein toter Mann. Du bist ein toter Mann. Schnappt euch den Druiden! Okay, jetzt ein bisschen blöd, weil er hat die Waffe ja noch gar nicht in der Hand. Die gucken wir uns jetzt an. So, Balatik's Blaster ist ein Repetierblaster, so wie es aussieht. Was ist da oben für ein Knubbel drauf? Zumindest was Eigenständiges. Ist mir jetzt so noch nicht bekannt. Das heißt, ein komplett eigener
Mold, ein bisschen verbogen, kein Weathering oder sonst irgendwas dran. Aber sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Von beiden Seiten. Aber ansonsten, wie gesagt, keine Details aufgemalt, keine Farbe aufgebracht. Einfach nur ein schwarzes Kunststoffgewehr. So. Kann er den Blaster halten? Genau, darum geht es ja auch. Ob er das überhaupt kann? Ja, doch, hält sogar sehr gut. Und dann kann man das Ganze jetzt nochmal. Du bist ein toter Mann. Oh. Du bist ein toter Mann. Der Ratar ist entkommen. Oh Gott. Ich glaube, er hat keine Lust mehr. So. Klingt so kotzend im Weltraum, ich weiß nicht. Den Ratar packen wir aus. Der hängt da jetzt so drin. Ne, da unten dran. Ich mache mal eben diesen Forstling wieder ab. Nicht, dass er mir jetzt während des Auspackens hier auch noch losgeht. So. Das hier oben der Ratar. Das Ding war hier oben rumgeklappt, deswegen ist er nicht verrutscht. Also, ich wiederhole das eben nochmal. Ich wiederhole das nicht. Dauert mir zu lange. So, da haben wir hier schon mal dieses Ei. Dieses Ratar-Ei, aus dem dann der Ratar rauswächst. So. War noch gesichert mit einem Tesa-Streifen. Und unten drunter hat er dann auch unter dem Bauch dann, schwupps, das Forcelink-Symbol. Ja, das ist eigentlich das alter Beule. Sieht schon recht nett aus. Und dann halt die ganzen Löcher, wo man das Ding dann zusammensetzt. Und in sehr großer Hohlraum auf jeden Fall. Wo dann wohl auch dann die Figur reinstecken passen soll. Das Maul selber ist aus Gummi. Das ist hier vorne dran gesetzt. Kann man da an der Trennfuge sehen. Der Rest ist ein harter Kunststoff. Und hier vorne halt das Elastomer. Aber dass man den so weiten kann. Also man kann die Zähne so ein bisschen klappen. Aber richtig weich ist das auch nicht. Elastisch, ja, weich nicht. So, und dann ist hier ein Beutel festgemacht. Kriege ich den so raus, dann muss ich das Ding da durchschneiden. Ach so, der ist da durchgelöchert durch den Beutel. Da ist dann das Armzeug drin. Ein Haufen Ratararme. Schön. Sieht aus wie eine Suppe beim Chinesen. So. Also ich mag Tintenfisch-Dinger. Hier Arme und sowas habe ich mal gegessen. So, die waren eigentlich ein Öl, das sah so ähnlich aus. Das war kein Chinesen, Quatsch, das war aber Italiener. So. Verschiedene Teile, keine Ahnung. Kann man die biegen? Nee. Also es ist jetzt kein Draht in den Teilen drin. Also die fallen halt wieder dann zurück in die Ausgangsform. Da haben wir jetzt so einen mit Saugfuß. Wir haben nur so einen mit Saugfuß. Nein, einer mit Saugfuß. Nein, da ist noch einer. Zwei mit solchen, diesen Saugfüßen halt dran. Gut, die kann man dann wahrscheinlich den auch dann um eine Figur wickeln, aber der ist so leicht, so weich, dass der halt dann wahrscheinlich wieder wegklappt. Da haben wir hier so einen, so ein U. Dann haben wir hier so einen gebogenen. Die sind doch alle unterschiedlich. Keiner ist gleich. Ihr seid alles in den Videos. So. Ich nicht. So. Ja, und dann steht hier genau bei, welcher wo dran kommt, mit Buchstaben. Cool. So, den muss man jetzt oben halten. Und dann A. B. Ich nehme, warum hier ist dann so ein bisschen auf? Das scheint hier B zu sein. Den kommt man dann auf B, da oben. Der muss da oben irgendwie eingesnappt werden. Nee, A kommt da oben dran, B kommt hier unten. Das geht ja super. So. B, schön. A. Ja, ich will mal gucken hier. Scheint ein G zu sein, könnte ein O sein, könnten keine Ahnung was sein. Wir stehen auf jeden Fall an den Tentakeln, stehen hier oben in so einem Kreis. Da. Da stehen Buchstaben drin. Aber die sind so doof zu erkennen, dass alles aussieht wie ein D. Oder ist das ein D? Wie sieht ein D aus? Nee, D ist ein gerader Arm. Hm.
Okay, ich habe das Ganze jetzt mal geschnitten, weil das war echt zu ja, blöd, die Dinger daran zu bekommen. Denn hat man einen dran gemacht, hat man zwei dran gemacht, hat man den nächsten dran gesetzt, ist dagegen gekommen, zack, fielen die anderen wieder runter. Deswegen, ich hoffe mal, dass der jetzt so lange hält, bis ich ihn hier fertig reviewt habe. Und dann, ja, kann er von mir aus auseinanderfallen. Nein, es wäre natürlich auch gut, wenn er wieder beim Review auseinanderfällt. Sonst ist das Ganze ja gefaked und das will ich ja nicht. Ich sehe gerade, blöd ist natürlich auch, dass die Buchstabenteile oben jetzt drauf sind. Ne? Die Buchstaben, die man nicht erkennen kann, aber halt diese Markierungen, die sind oben auf den Armen. Das heißt, dass man die immer schön sieht, anstatt sie unten hinzusetzen, wo das Ganze dann halt hell bemalt ist. Und wahrscheinlich hätte man dann auch diese Kombination oder die Buchstaben besser erkannt. Aber okay. Ja, so sieht der dann halt fertig aus. Finde ich eigentlich optisch, hat er was. Bisschen klein, wenn man jetzt so den Ballatik daneben stellt, hätte so eine Kugel sein können eigentlich. Jo. Aber gut. Halt ein bisschen runterskaliert, aber das kennt man ja auch. Geht natürlich wieder weiter mit dem Forcing, bevor ich den Ballatik da mal rein versuche reinzustopfen. So, beim Umlegen geht er an, das ist schön. So. So. So, dann mal gucken. Also schwer, die anderen Sounds rauszulocken, weil ich weiß nicht, wie ich den jetzt. Den halten geht ja nicht. Eigentlich so halten und drauf rumhauen, dann soll es ja funktionieren. Ah. Okay, schau mal rein. Und dann da hinein. Naja, weit geht er nicht. Streng dich an, Junge. Streng dich an. Ja, weiter geht's nicht. Ach, du steckst da schon drin. Ja, super. Ja, wir wissen jetzt, der Ratar ist entkommen. Das hat Balatik also dann festgestellt. Er ist wirklich ein Sherlock Holmes, muss man schon sagen. So, das sehen wir an der Seite. Rausgezupft. Rausgezupft. Abschürfungen sind keine da. Ah, deswegen ist wahrscheinlich die Figur auch nicht lackiert oder angemalt im Armbereich, wenn man sonst die ganze Zeit die Farbe abschubbeln würde. Schlau gemacht. Super. Ja, der Ratar und Balatik, dem ich jetzt nochmal seine Waffen in die Hand drücke. So viel dann zu den beiden. Zu dem seit langer Zeit wieder rausgekommenen Beast Set. Ja, steht auch wunderbar. Ich hoffe auch so lange, bis ich hier fertig bin. Und ja, somit danke ich vielmals fürs Reinschalten, fürs Interesse und vielleicht hat euch das auch dann weitergeholfen bei Fragen, die ihr vielleicht hattet und nie zu stellen gewagt habt. Dann bis zum nächsten Mal, freue mich auf euch und ciao.